Ja, liebe Leute, wir zeigen euch heute die kleinste 18 Volt Einhandkettensäge. Und zwar im Vergleich mit der Stihl GTA 26, die wir euch schon gezeigt haben. Was war los nach unserem Test der kleinsten Stihl Kettensäge der Welt? Der GTA 26. Haben uns Zuschauer angeschrieben auf Instagram, es gäbe von Batavia ein ähnliches System mit 18 Volt. Die Kollegen von Batavia sind euch soweit bekannt, denn wir empfehlen euch immer wieder den Croc-Lock. Aber was ist eigentlich der Croc-Lock? Eine Werkbank? Nee, so ein besseres Werkzeug als nur ein einfacher Bock. Auf jeden Fall, wo du mit Werkstücke fixieren kannst, dann bearbeiten kannst. Und wir haben nicht nur einen davon, sondern mittlerweile drei Stück, die sich hier unterschiedlicher Verwendung erfreuen. In dem Video unter der GTA 26 gab es auch verschiedene Kommentare, verschiedene Meinungen, Ansichten zu diesem Konzept. Mhm. Einige haben gesagt, naja, für einen Gehölzschneider super, aber Leistung dann doch wieder nicht. Und dann sagten einige Leute, machen das mit einer Säbelsäge oder direkt mit einer Katana Boy. Jetzt haben wir auch mal eindrucksvoll gezeigt, was so eine Handsäge kann, wenn der richtige Bediener dran ist. Mit ohne Schmack ist immer. 18 Volt System von Batavia. Was ist das für ein Ökosystem? Gibt es da noch andere Sachen von? Die haben alles Mögliche. Auch noch einen Hochdruckreiniger gibt es halt auch auf Akkubasis beispielsweise. Dann auch Handkreissägen etc. Die haben echt ganz, ganz viel. Im Prinzip ein weiteres Ökosystem im 18 Volt Bereich. Wir verlinken euch mal ein paar Sachen auf Amazon. Wobei wir haben festgestellt, dass es diesen Burschen derzeit, glaube ich, nicht gibt. Nee, bei Amazon habe ich das auch nicht gefunden. Dann war ich auf der Homepage von denen, also Batavia Shop, und da stand dann halt auch sogar, ich weiß, ob das auch wegen Corona, an Corona liegt, aber ich denke schon, dass halt Auslieferungen nach Deutschland und in die Staaten derzeit nicht möglich sind. Batavia sitzt in den Niederlanden. Ich würde aber mal schätzen, dass das Gerät nicht unbedingt in den Niederlanden zusammengeschraubt wird. Aber wir finden auf dem Gerät keinerlei Hinweis auf den Produktionsstandort oder auf die Herkunft des Geräts. Unterschied zur Stihl, ne? Offensichtlich ein bisschen größer. Gewichtsmäßig sind wir auf jeden Fall ein bisschen in einer anderen Kategorie unterwegs. Hier hatten wir, glaube ich, so 1450 gemessen. Diese bringt rund 2,2 Kilo auf die Waage mit dem 4 Ampere-Stunden Akku. Du bekommst aber auch ein... Aber weißt du, was das Schönste ist, Max? Nee. Du bekommst auch einen Akku mit 2 Ampere-Stunden. Ah, hey. Das heißt, das Gerät ist dann ein bisschen leichter. Dann kannst du auch ein bisschen länger mitarbeiten. Ja, cool, ne? Sehr gut. Was fällt noch auf? Hier der Schutz, damit du hier oben nicht mit der auslaufenden Kette arbeitest. Das haben wir ja bei der Stihl so zum Klappen. Hier ist es einfach so ein Bügel, so ein Blech. Hier ist also auch Stechschnitt gar kein Thema, weil geht nicht. In der Kategorie ist ja auch das Thema Kettenschmierung ein anderes, denn du hast hier keinen Schmieröltank mit einer Pumpe, sondern das kannst du hier schön mit der Hand machen. Ne? Mhm. Von Zeit zu Zeit musst du darauf achten. Bei der Kettenspannung sind wir dann wieder relativ erwachsen unterwegs, denn wir haben hier das Lösen der Schiene und hier können wir dann tatsächlich mit einer Schraube das Ganze spannen. Die ist auch jetzt relativ... Ja, die ist ganz gut, ne? Das passt soweit. Was mich bloß halt stört, ist ja genau wie bei der Demon, dass das ja auch hier direkt neben dem Schwert halt sitzt. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn die Schraube halt hier vorne sitzt, halt, wie zum Beispiel bei der Milwaukee ist das so, oder auch bei alten Stihlsägen und Husqvarna-Sägen, das ist ja noch ein bisschen besser zu erreichen. Was allerdings hier im Lieferumfang ist und auch an der Säge allerdings nicht rausgeht. Ist das Bordwerkzeug. Ist das Bordwerkzeug, das, ja, das ist echt, aber recht stramm, ja. Mein lieber Vater, ey. Alter, was ist denn hier los? Ja, du brauchst ein Werkzeug, um das Werkzeug rauszukriegen, glaube ich. Das ist mal das Beste. Aber schon sehr, sehr fummelig. Ja. Ja, nee, so. Vergiss es. Hiermit kannst du es dann spannen. Aber ja, schön, das dabei zu haben. Aber nicht so prickelnd, das Ganze hier rauszunehmen. Was hier noch auffällt, ist, dass wir bei der GTA 26 uns gefreut haben, dass der Griff, der eigentliche Griff, hier schön schlank ist, weil der Akku hier ja unten sitzt. Jetzt sitzt hier der Akku auf jeden Fall unten, weil den würdest du ja überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen. Trotzdem ist dieser Griff heftig dick. Und das liegt daran, weil die Kollegen von Batavia sich mal gedacht haben, wir bauen einfach den ganzen Antrieb, den Motor hier in den Griff rein. Halte ich jetzt nicht für so clever. Nee, nee. Zumindest nicht, wenn du nicht so große Pranken wie ich habe. Das Problem ist halt, erstmal ist das halt mega dick und mega wuchtig unten. Zum Zweiten fällt halt auf, klar, da wo der Motor sitzt, muss halt auch irgendwo eine Lüftung stattfinden. Und das findet halt bei der GTA zum Beispiel hier oben statt und hier natürlich da unten. Und das ist auch gerade das, was auch beim Ausdauertest halt aufgefallen ist. Deine Hand wird halt auch schon sehr, sehr warm und auch heiß. Und das ist halt auch irgendwie erstens für dich als Anwender natürlich unangenehm und zweitens für die Maschine natürlich auch nicht vom Vorteil. Wenn die Wärme nicht weg kann, dann staut sich die Wärme und dann hast du vielleicht noch irgendwann auch eine Überhitzung. Und ich habe halt auch nichts gefunden, weil ich habe halt auch geguckt, weil bei der GTA ist es halt, oder bei Stihl gibt ja vor, dass man halt diesen Gehölzschneider ja mit zwei Händen führt. Ja. Und hier heißt es ja tatsächlich auch Einhandsäge. Und ich habe halt über
überlegt, ja okay, kannst du die jetzt wirklich mit einer Hand füllen oder ist es dann halt auch wie bei Stiel, dass du hier oben halt diese Ablage hast? Hm. Aber dazu habe ich auch, in der Anleitung nichts zu gefunden. Und auch bei den ganzen Videos, auch diesen ganzen Promo-Videos von Batavia, sieht man halt auch immer wieder, wie das Model, sage ich jetzt mal, einfach halt auch immer die ganzen Schnitte mit einer Hand macht. Genau das Thema haben wir euch ja auch im Video zu der Stiel GTA 26 gefragt. Und da gab es einige Antworten, die meinten, es ist vermutlich eher so, dass man aus haftungsrechtlichen Arbeitssicherheit und Gedöns das so haben will, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, irgendwo hier den Busch zu halten und hiermit abzusägen. Und dann ist leider der Finger weg, sondern dass du einfach sagst, okay, beide Hände am Gerät, ne? Weil, ganz wichtig, man muss immer denken an die Gefahr. Die Gefahr ist immer dabei, deswegen haben wir ja, wie gesagt, auch hier nochmal diesen Schutz. Und man hat auch nochmal hier einen Schutz, der erinnerte mich schon fast so ein bisschen an eine richtige Kettensäge. Da ist ja auch so ein Schutz vor Ästen an der Hand. Denke ich, muss nicht verkehrt sein. Was mich allerdings ein bisschen irritiert hat, ist hier das Thema Einschalten, denn bei der Stiel hast du das ja locker flockig. Du hast hier einen Sicherheitsschalter, den kannst du mit links und rechts bedienen. Und dann drückst du hier und dann geht's los. Bei der hier ist so, da passiert erstmal gar nichts. Dann hast du jetzt hier einen Knopf und den musst du drücken. Genau, du drück einmal, Sekunde warten und jetzt. Ja, klingt aber auch kernig, ne? Wenn du jetzt vom Laufgeräusch und dann die. Klingt die deutlich angenehmer, ne? Hier klingt die irgendwie, als wenn irgendwo was im Getriebe rasseln würde, ne? Im Antrieb, ich weiß nicht. Aber genug der Theorie, jetzt kommt Leser mal an den Start, nämlich hier Praxis. Klar. Was hast du gemacht? Ja, unseren ganzen klassischen Ausdauertest für die Kettensägen, also 10x10 Kantholz. Und dann halt eine Akkuladung, mal sehen, wie weit man kommt. Und das Ergebnis war, also klar, das Verhältnis ist ja jetzt nicht ganz gleich, weil das ist 12 oder das ist 18 Volt. Letztendlich, das Ergebnis waren dann 43 Schnitte und das hat der letzte Platz. Also Blue Witch hat 46 und zum Beispiel die kleine Bosch hat irgendwas um die 50, 55 Schnitte geschafft. Also in unserem großen Ranking liegt jetzt die Batavia, was die Schnittleistung angeht, nur gemessen an die maximale Schnittleistung, den letzten Platz mit 43 Schnitten. Interessant wird es, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, denn wir haben zwar hier 43 Schnitte und hier nur 4,5 Schnitte. Aber wenn wir mal die Wattstunden vergleichen, da haben wir hier, ich würde mal sagen, überschlägig so um die 22 Wattstunden, hier haben wir 72 Wattstunden, dann müsste ja die Stiel doch deutlich mehr als 4,5 schaffen. Mhm. Das lässt entweder auf eine gute Effizienz der Batavia schließen oder auf eine besonders schlechte Effizienz der Stiel oder dass die Stiel einfach mit einem 10x10 Kantholz total überlastet ist. Denn ich sag mal, im reinen Gehölzschnitt war die ja okay, ne? Klar, da, haben also, da kannst du mit arbeiten. 10x10 ist ein theoretischer Wert, aber für die Säge einfach nicht geeignet. Ne? Müsst ihr euch selber mal die Karten legen, ob diese Batavia dann für euch die bessere Wahl ist. Aber auch aus den Kommentaren aus dem Video hier habe ich gelesen, dass einige sagten, naja, wenn ich jetzt eine Hochend-Aster-Verlängerung quasi hätte für die Stiel, das wäre doch eine coole Sache, weil dann würde das Ganze natürlich nochmal universeller einsetzbar sein. Und die Batavia-Kollegen, die haben nämlich quasi eine Verlängerung. Die haben wir sogar hier hinter uns. Mit dem Gerät hier haben wir 1,20 Meter mehr Spielraum. Und das ist ganz interessant, weil das sitzt quasi zwischen Gerät und Akku. Das heißt, hier unten kommt ja der Akku dran. Das wird jetzt einfach hier dazwischen gesteckt. Jetzt haben wir hier den Stiel an der Akkuhalterung. Und dann kommt diese Sicherung noch daran. Klick. Und jetzt haben wir hier 1,20 Meter Extension. Was tatsächlich interessant ist, jetzt habe ich den Griff. Der ist nämlich auf einmal schön kompakt, wieder wie so von einem Akkuschrauber. Und ich habe dieses leidige Thema mit dieser Sicherheitsschaltung nicht, sondern so habe ich es ähnlich wie bei der Stiel, kann ich mit dem Daumen oder hier mit dem Zeigefinger. Das finde ich, hätten sie auch gleich so machen können. Hier hast du, mit dem Gewicht hast du natürlich dann so ein bisschen zu kämpfen, wenn du ganz in der vollen Ausladung arbeitest. Hier ist noch ein Gurt dabei, wobei der bringt ja auch nicht so viel, wenn du jetzt über der Schulterhöhe so am Start bist. Da kannst du natürlich hier noch vielleicht zum Radieschen schneiden nutzen, wenn du eher so unten bist. In der Erde oder was? In der Erde, genau. Kannst du dich auch mit durchwühlen als Bodenfräse. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal einen Speedtest. Wir lassen nochmal die GTA 26 gegen diese laufen. Und wir gucken nochmal, was denn so eine normale Säbelsäge oder auch eine kleine Säbelsäge hier hat. Denn das haben ja auch einige geschrieben unter dem letzten Video für so Gehölzschnitt. Nehmen Sie auch ganz gerne mal eine Säbelsäge mit in den Garten, die Sie eh haben. Das probieren wir jetzt aus. So, meine Damen und Herren, wir machen jetzt den Praxistest. Stiel GTA 26 gegen die Batavia. Ich würde mal sagen, ich habe
nicht so die besten Chancen, aber eine schöne Schutzbrille. Und wir sägen einfach mal und zeigen euch die Zeit. Ready, steady, go! Übrigens haben wir jetzt 6x6 genommen und nicht 10x10. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal den Geschwindigkeitsvergleich mit zwei Säbelsägen. Die Bosch GSA 10,8, das ist schon ein altes Schätzchen in der Werkstatt. Ich habe hier ein grobes Sägeblatt und zwar eine lange Version. Krass. Ich bin gespannt. Ich denke, ich bin nicht so schnell wie du. Ready, steady, go. Ah, okay. Deutlich langsamer, ne? Damit hätte ich nicht geredet. Wenn du jetzt damit ins Gehölz gehst, ja, es bockt ja gar nicht. Und der Ast schlackert noch hin und her und wackelt, dann... Ja, was auf jeden Fall passiert. Ja. Das ist nicht so geil. Schon. Aber ich habe noch was. Schöneres Sägen. Hier. Ryobi, 18 Volt, ist eher so, ja, Heimwerkerliga. Jetzt nicht vergleichbar mit der Milwaukee. Okay. Neulich hatten wir mal die Milwaukee-Säbelsäge gegen die Parkside 4-in-1. Und da war natürlich die Milwaukee deutlich schneller. Da habt ihr gesagt, naja, hättet ihr mal irgendwie so Einstiegsliga testen sollen. Machen wir jetzt. Ryobi. Ready, steady, go. So, jetzt war ich schneller. Jetzt aber auch ordentlich gehebelt, ne? Ja, ich habe ordentlich Gas gegeben. Okay. Aber von nichts kommt nichts, ne? Ja, ja, okay. Ja, Leute, in dem Sinne, ne? Habt ihr gesehen, jetzt eure Meinung, eure Kommentare wie immer unter das Video. Und wir sponsern euch was. Wir werfen nämlich die Batavia in die Lostrommel. Unter allen Kommentaren mit dem Hashtag Kettensäge verlosen wir das gute Stück, inklusive der Verlängerung und einem 2 Amperestunden Akku. Ne? Und in diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns am Sonntag um 18.30 Uhr. Damit belegt die Batavia in unseren großen... oh Gott. Okay. Da, Corona? Nein, nicht Corona. Corinna? Nein, auch nicht Corinna. Batavia...